Was sollte ich tun, wenn ich noch nie eine Beziehung hatte? Also zum anderen Geschlecht, wenn ich noch nie eine Paarbeziehung hatte und es äußere Umstände gibt, die das verhindern. Zum Beispiel körperliche Makel oder sonstige Dinge, die das objektiv verhindern. Das ist natürlich eine schwierige Situation, eine ganz schwierige, die schlimmste letztlich, die man sich vorstellen kann. Das heißt, es war noch nie eine Verbindung da und es sieht so aus, als ob auch nie eine zustande kommen wird als Paarbeziehung. Das ist aber das, was wir von der Natur her brauchen. Das ist fast so wie, als würden wir verhungern. Und da würde ich gerne was zu sagen, weil es vielleicht noch mehr betrifft, die in so einer Situation sind. Es ist ein bisschen ähnlich zu meiner Geschichte. Worum es da geht, ist einmal zu wissen, dass es nicht die äußeren Umstände sind, auch wenn es so aussieht, auch wenn es ja doch absolut so aussieht und so sein muss. Das ist zumindest das, was ich behaupte. Es sind nicht die Umstände, egal welche das sind. Das, was wir erleben in so einer Konstellation, bedeutet einfach, dass auch da, wie bei allen anderen Problemen, das Nervensystem die Kindheit reinszeniert. Und wenn noch nie eine Verbindung im Nervensystem da war, noch nie, wenn das Nervensystem nie erfahren hat, zutiefst erfahren hat, wie das ist, verbunden zu sein, dann hat der Mensch keine Schablone, um in Kontakt zu treten mit der Welt und das heißt mit anderen Menschen und das heißt letztlich in eine Paarbeziehung einzutreten. Egal wie sehr jemand das kognitiv durchdrungen hat, wenn das in der Tiefe als Kind nicht erlebt wurde oder nur rudimentär, dass man das gerade überlebt hat, dann ist für das Nervensystem das ein Ding der Unmöglichkeit, das herzustellen, einfach weil das quasi nicht existent ist. Für das Nervensystem bilden sich ja nur äußere Umstände ab, die es innerlich als real sozusagen einsortiert hat. Das kann erstmal nichts im Außen manifestieren, was in der inneren Realität überhaupt nicht vorhanden ist. Deswegen glaube ich, dass es, auch wenn es so aussieht, dass es nicht äußere Umstände sind, sondern dass es immer noch die Erfahrung der ersten drei Lebensjahre ist, die dort sich dort wiederholt und die dann aber vom Verstand her eben auf äußere Umstände zugeordnet wird. Also meine Bitte wäre, das zu entkoppeln und diese Vorstellung, es liegt da dran und diese Umstände kann ich vielleicht nicht ändern und deswegen ist es aussichtslos, das in Ruhe zu lassen, diese Gedanken nicht weiter zu verfolgen. Weil es stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das Universum ist nicht so. Das Leben ist nicht so, dass es uns die Verbindung verweigert. Das ist einfach nicht so. Auch wenn es schwierige Konstellationen gibt. Also ganz wichtig, das erstmal trennen. Ja, nicht mehr an diese also an diese äußeren scheinbaren Ursachen denken. Einfach das nicht mehr anrühren. Und dann ging es darum, das, was man sich wünscht, tatsächlich neu im Nervensystem zu erschaffen. Und das ist total schwer. Das ist einfach so. Weiß ich aus eigener Erfahrung. Etwas, was nur schiefgegangen ist, was man aber prinzipiell in seinem System hat, kann man updaten. Ja, aber wenn man ganz was Neues erschaffen muss, gegen die Prägung des Nervensystems, das ist ganz, ganz schwierig. Aber es ist möglich und man hat ja gar keine andere Wahl. Also, wir haben keine andere Wahl, als das zu machen. Weil es das ist, was wir brauchen. Wenn ich was erschaffen will, wo mein ganzes System zutiefst davon überzeugt ist, dass das nicht möglich ist,
dann muss ich mich gegen mein Nervensystem zwingen, diese Dinge in mein Bewusstsein zu lassen. Und es wäre zu Beginn einfach eine Entscheidung. Das wäre eine Entscheidung, dass ich das möchte. Ich möchte das haben. Punkt. Und darauf bestehen und daran glauben, dass es möglich ist. Und davon nicht mehr abzurücken. Egal, was das System da jetzt an Emotionen hervorschwemmt. Ja, es kann, allein wenn ich das schon sage, kann es sein, dass dann Gefühle von Aussichtslosigkeit und so weiter kommen. Es geht darum, das zu ignorieren und bei dieser Entscheidung zu bleiben. Es ist eine Entscheidung von dir. Es ist eine Entscheidung, weil du das erschaffst, letztlich, die Umstände. Es geht darum, davon nicht mehr abzurücken. Und das ist in dem Sinne nichts Mentales. Es ist keine mentale Bewegung. Das ist eine Lenkung von Energie auf das Ziel hin. Und ich bestehe darauf, dass das in Erscheinung tritt. Ich rücke davon nicht mehr ab. Ich möchte das erleben. So, und dann geht es darum, dieses, was ich da mir vorstelle, dass ich so viel davon, wie es geht, in mein Bewusstsein reinbekomme. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel Filme dazu angucken, die dieses Szenario eben beinhalten. Ich kann mit Menschen darüber reden. Ich kann andere Paare beobachten. Ja, weil die Tendenz ist, das immer auszublenden, weil es Schmerz verursacht. Nein, es geht darum, da hinzugucken. Da will ich hin. Also muss ich da auch hingucken. Also muss ich auch die Energie dahin lenken. Und wenn man das macht, dann wird das nach und nach flüssiger. Das wird dann nach und nach, wird das dann flüssiger und fließt mehr. Ja, bis, wenn ich dabei bleibe, bis das in Erscheinung tritt. Und auf dem Weg dahin kommen natürlich Aggressionen zum Vorschein. Ja, tiefe Gefühle, warum ich das nicht bekommen habe oder weil ich das nicht bekommen habe als Kind. Und darum geht es natürlich, das auszudrücken. So, das ist ein längerer Weg. Aber es ist machbar. Es ist machbar, wenn du nicht aufgibst. Und was immer gut ist, ist, immer mal wieder die Umgebung dafür zu wechseln. Weil sozusagen dann ist, das ist, wenn ich die Umgebung wechsle, dann bin ich wie so, das ist wie so eine Lücke im Geist auch. Das heißt, da habe ich eine gute Chance, was Neues ins System zu bekommen. Ja, also immer mal wieder den Ort wechseln, ja, das Szenario wechseln, aber dabei bleiben. Wirklich dabei bleiben. Und es geht darum, das wirklich zu glauben, dass das möglich ist. Also wirklich darauf zu bestehen. Weil wenn man es nur halb macht und quasi darunter ist der ganze Eisberg, der nicht dran glaubt, dann wird es einfach schwierig. Und der Punkt ist, ins Tun zu kommen. Das heißt, sich da aktiv drauf zuzubewegen und nicht aufzuhören. Egal, wenn man Ablehnung bekommt, immer weitermachen. So lange, bis man angekommen ist. Und das zum Hauptprojekt machen. Und dann wird das in Erscheinung treten. Weil das Leben hat nichts dagegen. Es möchte dir alles erfüllen. Und es wird es. Es wird das machen, früher oder später, wenn du dran bleibst. Und bis dahin, guck, dass du an die Wut darüber rankommst, an die Traurigkeit und beschäftige dich von morgens bis abends damit. Aber jetzt nicht auf so eine erzwungene Art und Weise, sondern dass du das einfach in deinem Geist dauernd zirkulieren lässt, dass es immer da ist, ja, immer wieder, immer und immer wieder, dass du richtig schwanger gehst damit, weil es ist so, wenn es im System nicht ist, dann ist sozusagen die Vorstellung davon auch nicht möglich, ja, wenn du das ausprobierst und dir das mal vorstellst, dass du das erlebst, wirst du feststellen, es wird schon schwierig, dir das vorzustellen. In dem Moment, wo du dir das vorstellen kannst, ist es nicht mehr weit, bis das passiert. Also zwing dich dazu, dir das vorzustellen, dass du das erlebst. Und so wird das flüssig und immer flüssiger, bis es passiert. Und bis es passiert ist, müsstest du einfach dieser Sache vertrauen, was ich sage, und einfach vertrauen, dass du am Ziel, und das heißt nichts weiter als bei einem anderen Menschen, ankommen wirst.